Es tut sich was bei der Legalisierung. Und zwar hat Karl Lauterbach am 26.10. eine Pressekonferenz gehalten und musste sich dort auch einigen Fragen von Reportern stellen. Die Drogenpolitik muss erneuert werden. Wir wollen also den Cannabiskonsum unter Gesundheitsaspekten reformieren. Letzte Woche hatten wir über die geleakten Eckpunkte gesprochen. Dabei war ja noch die ganze Zeit unklar, handelt es sich wirklich um geleakte Eckpunkte? Wenn ja, was sind das für Eckpunkte? Es wurde gemunkelt, dass das wohl welche sind, mit dem eines der Ministerien, die an diesem Gesetzesentwurf beteiligt sind, in diese Verhandlungen gegangen ist, die stattgefunden haben. Und bei diesen Verhandlungen haben sich nun die über ein Dutzend Ministerien auf diese Eckpunkte geeinigt, die Karl Lauterbach nun vorgestellt hat. Vielleicht haben die aber auch mit Absicht die anderen Punkte letzte Woche rausgebracht, um mal so abzuchecken, wie denn die Reaktionen auf das Ganze sind, und haben jetzt ja die ganzen Punkte nochmal angepasst und sie sind ja auch ein bisschen besser geworden. Also scheinbar hat sich die ganze Empörung letzte Woche gelohnt. Es wurde nochmal einiges angepasst. Aus 20 Gramm Besitz wurden zum Beispiel 20 bis 30 Gramm, denn Karl Lauterbach hat das so erklärt, man kann nicht sicher gehen, dass das immer gleich gewogen wird. Mit Stängeln, ohne Stängeln, wie die Wagen eingestellt sind, ob geeichte Waage oder nicht, das ist alles immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich denke mal, im Verkauf wird es dann Pflicht sein, eine geeichte Waage zu haben. Aber trotzdem sind da so ein paar Parameter, die man halt einfach nicht einhalten kann. Und deswegen sagten sie halt, dass sie 20 bis 30 Gramm Mindestmenge haben. Dabei geht es aber auch nur um die verkaufte Menge. Also beim Eigenanbau sieht das dann nochmal anders aus. Da darf man natürlich mehr haben. Eigenanbau sind in diesem Vorschlag nun 3 anstatt nur 2 Pflanzen. Also das begrüßen wir ja, das hatten wir ja bei der letzten Folge schon gesagt, dass wir da gerne mehr Pflanzen als nur diese einfach 2 Stück hätten. Deswegen da auf jeden Fall schon mal super. Aber ja, der gewiefte Zuschauer hat sich sicherlich die Frage gestellt, ja, wie ist denn das jetzt? Ich habe 20 bis 30 Gramm Besitzgrenze, darf aber 3 Pflanzen besitzen. So 3 Pflanzen machen aber mehr als eine Ernte von 30 Gramm. Was passiert denn jetzt? Kann ich nicht einfach in den Laden gehen und mir meine 30 Gramm kaufen, bringe ich nach Hause und ich gehe in den nächsten Laden und tue mir wieder 30 Gramm und sage einfach, ja, das habe ich halt zu Hause angebaut? Ja, in diesem Punkt setzt Karl Lauterbach auf Eigenverantwortung. Naja, die Obergrenze des Besitzes für den Kauf und für den Besitz gekauften Produktes ist zu unterscheiden von dem Besitz, der sich ergibt durch die erlaubte Nutzung der eigenen Pflanzen. Wobei man da natürlich nicht nachweisen kann, dass man zu Hause growt, wenn man kein Grow-Equipment zu Hause hat. Ja, er hat auch angesprochen, dass es sich auf unterschiedliche Klientel halt beschränkt. Aber womöglich kaufen ja Leute einfach aus Spaß 2 Zelte und eine Lampe und sagen, ich habe ja mal angebaut, das ist von meiner Ernte. Aber bei dem Thema Eigenverantwortung hat sich direkt eine Bildreporterin eingeschaltet und dachte sich, Eigenverantwortung bei Legalisierung, ja, aber bei Corona war das nicht. Nadja Asfort von Bild, schönen guten Tag, Herr Lauterbach. Eine Frage, wenn ich mir die Eckpunkte so durchlese, dann geht es da viel um Eigenverantwortung, die vorausgesetzt wird bei den Menschen. Warum ist das so, dass Sie die beim Kiffen voraussetzen, aber zum Beispiel den Leuten nicht bei Corona zugestanden haben, in der Pandemiephase? Das kann man ja so überhaupt nicht vergleichen. Ja, wir waren genauso sprachlos wie der Rest des Chats. Der THC-Grenzwert ist Gott sei Dank verschwunden. Die Regierung hat da selbst eingesehen, beziehungsweise das Ministerium, dass das den Schwarzmarkt weiter befeuern würde. Denn wenn ich einen Joint haben oder Weed haben möchte, das über 15% hat, dann gehe ich halt einfach zum Schwarzmarkt und hole mir das dort. Oder baue es zu Hause selber an. Das wird halt nicht, also man kann es auch gar nicht kontrollieren, da den Grenzwert. Das Einzige, was sie offen lassen, ist eine THC-Begrenzung für 18- bis 21-Jährige. Da waren Matthias und ich ja auch für. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr einen Grenzwert für unter 21-Jährige sinnvoll findet oder ab 18 komplett freigegeben werden sollte. Eure Meinung würde da uns auf jeden Fall weiterhelfen und uns sehr interessieren. Zusätzlich kommt hinzu, dass alles, aber auch wirklich alles vom Anfang bis Ende in Deutschland stattfinden soll. Und dazu gehört auch der Anbau. Es soll also nicht so sein, dass man irgendwie Cali-Weed importieren kann oder was aus Kanada bekommt. Oder, was auch nicht erlaubt sein wird, ist, dass womöglich medizinisches Cannabis aus anderen EU-Ländern oder europäischen oder generell Ländern hier importiert wird und dann als normales Recreational Cannabis verkauft wird. Es soll alles in Deutschland stattfinden, damit der Staat so gut wie möglich regulieren kann, was hier denn wirklich passiert. Wir streben an, dass also die gesamte Menge, die hier vertrieben und auch konsumiert wird, dass sie in Deutschland produziert werden soll. Als nächstes werden diese Eckpunkte dann an die EU-Kommission weitergegeben oder wurden bereits, je nachdem wie schnell die Politik jetzt war. Und dort soll die EU-Kommission in einem Vorabverfahren prüfen, ob ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden könnte. Also
Ganz einfach heißt das, die EU-Kommission prüft jetzt vorher einmal, ob man diese Eckpunkte EU-konform in Gesetze umwandeln kann. Falls die EU-Kommission ein Ja gibt, wird weitergemacht, es wird ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet und wir können 2024 mit der Legalisierung rechnen. Falls nein, sieht das Ganze aber anders aus und Lauterbach sagt, dann gehen Sie von diesem Plan weg. Viele von euch wissen ja, dass Cannabis im EU- und Völkerrecht eine verbotene Droge ist und das könnte noch zu so ein paar Problemen führen, was auch direkt nach der Vorstellung der Eckpunkte ein bisschen Empörung ausgelöst hat und auch schon wieder die ersten Artikel hervorgerufen hat, die wir euch jetzt hier einblenden. Denn es wurde auch gesagt von Karl Lauterbach, dass wenn dieses Vorhaben scheitern sollte, wovon er nicht ausgeht, dass es das dann gewesen sein soll. Also Plan A ist dann gescheitert. Dann müsste man sich eine Alternative überlegen. Plan B wird aber erst überlegt, wenn Plan A wirklich scheitern sollte, wovon sie halt nicht ausgehen. Nun hat sich die Regierung aber für einen Weg entschieden. Und das ist, wie Karl Lauterbach es hier in der Pressekonferenz nennt, der Interpretationsweg. Ja, das sagt nichts anderes, als dass wir sagen, dass die EU-Gesetze, die es gibt, die Cannabis verbieten, gar nicht so interpretiert werden sollten. Denn die Gesetze wurden mit dem Gedanken gemacht, dass ja die negativen Folgen von Cannabis vermindert werden sollen. Das heißt, die Schäden von Cannabis sollen vermindert werden. Und genau das will ja unsere Regierung mit der neuen Cannabis-Legalisierung machen. Das heißt, sie wollen genau das erfüllen, was dieses EU-Gesetz eigentlich auch machen möchte. Und deswegen sagen sie, wir interpretieren das EU-Gesetz so, dass wir genau das tun dürfen, was wir jetzt vorhaben. Und deswegen wird das auch so durchkommen. Also wir interpretieren das einfach anders und deswegen soll das legalisiert werden. Und wir interpretieren die bestehenden Verträge so, dass wir sagen, wenn man diese Entkriminalisierung so vornimmt, wie wir es vortragen, dann wird damit dem Anliegen dieser Verträge mehr Rechnung getragen, weil wir damit die Entkriminalisierung, aber auch den Schutz der Bevölkerung in Bezug auf Gesundheitsgefährdung, aber auch Kinder- und Jugendschutz besser gerecht wird, als wenn man es nicht tut. Wir interpretieren den Inhalt der bestehenden Verträge so, dass das Ziel der bestehenden Verträge mit unserem Ansatz besser verfolgt werden kann. Das ist die sogenannte Interpretationslösung. Aber wenn ihr wollt, können wir uns das ganze Thema Interpretation noch mal in einem anderen Video anschauen. Vergesst nicht, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar und gebt uns ein Like. Und abonniert uns mit der Glocke, damit ihr kein zukünftiges Video verpasst und ihr auch das Video nicht verpassen werdet. Wir haben ja bereits schon mal über verschiedene Wege gesprochen, wie man um das EU-Recht herumkommen kann. Dazu haben wir zwei Folgen mit Antonia Menzel von der Sanity Group aufgenommen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaut also unbedingt mal vorbei. Auf die Frage, ob das Ministerium noch einen Plan B in der Hinterhand hat, hat Karl Lauterbach ein bisschen ausweichend reagiert, aber gesagt, dass sie jetzt erstmal Plan A verfolgen werden und falls er scheitern sollte, wovon sie aber nicht ausgehen, sich dann um Plan B gekümmert wird. Aber zurzeit gibt es nur Plan A. Sie gehen davon aus, dass es stattfinden wird und dass es so klappen könnte, weil sie halt das EU-Recht und das Völkerrecht so interpretieren, dass es dadurch besser wird und nicht gebrochen wird. Ja, aber wenn die Prüfung positiv ausfällt, dann können wir damit rechnen, dass wir Anfang 2024 den ersten legalen Joint rauchen können oder die erste Kammer beim WAPO vollmachen dürfen. Denn wenn da diese Prüfung stattfindet, wenn die schnell passiert, passiert das innerhalb 6 Monaten, das ist für die EU-Kommission schnell. Danach wird dann dieser Gesetzesentwurf ausgearbeitet und dann sollte der mit so einem halben Jahr Vorlauf verabschiedet werden, damit sich die ganzen Firmen darauf vorbereiten können, dass die Legalisierung dann zum 01.01.2024 kommt. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu diesen neuen Eckpunkten in die Kommentare und was haltet ihr davon, dass das direkt an die EU-Kommission weitergegeben wird? Findet ihr das gut oder sollte erst der Gesetzesentwurf gemacht werden? Wie findet ihr das? Wie hat sich die Regierung entschieden? Schreibt das in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de. Wir bieten Fairtrade Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Terpens. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.